Und wir sind bereit für das Eröffnungspulli hier in Mannheim. Das Wohlgemut für die Adler entscheidet im Duell gegen Svensson. O'Donnell. Wird abgefälscht von Reul vor dem Tor. Der wollte die Scheibe stoppen und bringt sie gefährlich Richtung eigenes Tor. Tiefensee konnte dadurch nicht mehr festhalten. Siebte Spielminute. Die rüber zu Brandon O'Donnell. Schauen wir hin. Oben kommt der Schuss von Geithner. Dann hier Reul. Hält die Kelle rein. Und dadurch Tiefensee. Von der blauen Linie abgefälscht und vorbei an Tiefensee. Der kann natürlich so schnell nicht mehr reagieren. Und dann heißt es 2:0 für die DEG. 31. Spielminute. Fälsch, wir schauen hin. Hier das Pulli von Bartha. Dann geht der Puck hoch an die blaue Linie. Und wieder Leubel und Plachter. Aber es ist sehr eng da und dann 2:0 für Düsseldorf. Fischbuch und McCauley. Fischbuch-Tor! Ganz stark rausgespielt von McCauley, von Daniel Fischbuch. Weil es hier so eng ist, weil Plachter die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen kann. Drei Düsseldorfer um ihn herum. Und dann geht's ruckzuck. Und mit Donovan. Mit Rendulic, Puckverlust gegen Svensson und er macht das 4:0. Unterzahltreffer Düsseldorf. Svensson. Tjambor. Dann Leubel und Larkin. Und da ist das Tor für Matthias Plachter. Wieder Topscorer der Penny DEL. Die Vorarbeit, dass ihm das verwehrt blieb, so kurz vor dem Ende, weil da Düsseldorf tatsächlich einmal nachlässig war. Diesen Angriff der Adler nicht konsequent. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.